Die Spiel- und Sportvereinigung Buhr ist über die Stadtgrenzen hinaus dafür bekannt, dass hier auch Jugendliche mit Handicap als Fußballer willkommen sind. Und das ist der Mann, der dafür verantwortlich ist, Norman Daugsch, zweiter Vorsitzender und Gründer der Inklusionsmannschaften. Ja, das ist relativ einfach. Also mein erstgeborener Sohn ist jetzt 14 Jahre alt und er kam vor 4 Jahren zu mir, da war ich noch Jugendleiter bei der SSV Buhr. Er selber hat ein Handicap und hat gesagt, meine beiden anderen Brüder, er hat zwei kleinere Brüder, die spielen ja schon Fußball bei der SSV Buhr, warum ich denn eigentlich nicht? Du bist doch Jugendleiter, du wirst das doch sicherlich hinkriegen. Genau genommen ist also Sohn Yannick der Impulsgeber für das Engagement der Buraner Rothosen. Mittlerweile gibt es inklusive Teams in 3 Altersklassen. Norman Daugsch organisiert das Ganze, wurde dafür mit dem DFB-Ehrenamtspreis ausgezeichnet und das Projekt bereitet allen Beteiligten große Freude. Haben eine eigene Turnierserie, die Jungs nehmen daran teil. Wir haben jetzt 2 Turniere hier in Buhr schon durchgeführt und das ist einfach Weltklasse. Da habe ich direkt Grinsen und Lachen im Gesicht, denn das ist einfach eine andere Nummer. Da geht es nicht um Leistungsprinzip, sondern da geht es wirklich nur um das Runde und um den Spaß mit dem Runden und das Weltklasse. Aus einem Umkreis von bis zu 30 Kilometern fahren Eltern ihre Kinder zum Training nach Buhr. Und das in einer der dichtesten Fußballlandschaften Deutschlands. Norman Daugsch arbeitet längst daran, dass seine Idee Schule macht. Ich kann nur jeden da unterstützen und habe das in Gelsenkirchen und Umgebung auch schon ein paar Mal gesagt. Wenn ihr die Chance habt, dann macht das in euren Vereinen auch, denn das bringt euch ganz viel Freude und die Kids haben Spaß.